Das Born to Farm Team hat Zuwachs bekommen. Ab sofort mit dabei Florian. Und da wir ja schon einen Florian im Team haben, müssen wir die beiden namentlich irgendwie unterscheiden. Mit Florian 1 und Florian 2. Und damit Vorhang auf für ein frisches Video. Hier ist der Countdown zu den DLG Feldtagen 2018. Das ist also Florian 2. Er ist beim Born to Farm Team kein Unbekannter. Mein Name ist Florian Hünemund. Ich bin hier im vierten Semester Master an der Hochschule Anhalt und bin seit letzter Woche hier im Team der DLG. Hendrik hat quasi unter den Studenten gesucht und durch Richard als mein Mitbewohner ist er dann quasi auf mich gekommen. Wir haben uns auch gleich verstanden und sind uns einig geworden. Wurde schon vor langer Zeit mal angedeutet, dass wir vielleicht noch eine Kraft brauchen könnten. War er der perfekte Mann, um jetzt hier zu arbeiten. Ja, wunderbar, ne? Wir verstehen uns da sehr gut, denke ich. Also das Arbeiten macht Spaß. Eine lange Eingewöhnungsphase hat Florian 2 nicht. Dafür gibt es einfach viel zu viel zu tun. Jetzt ist natürlich sehr viel zu tun durch das gute Wetter in den letzten Tagen und so. Kommen jetzt alle Arbeiten auf einmal, die Aussaat, die Düngung, das Spritzen. Also wir sind schon den ganzen Tag jetzt hier, aber wir versuchen jeden Tag so viel wie möglich zu schaffen, dass am Ende dann weniger wird. Hier sind die Pflanzenschutzmittel drin, alle die man braucht, die werden dann mit Wasser gemischt und verdünnt quasi. Da schaut man vorher, wo ist jetzt der Grenzwert, weil jetzt werden die Rapslandkäfer kommen jetzt, da haben wir Gelbschalen aufgestellt. Und wenn der Schwellenwert erreicht wird, dann weiß Hendrik, jetzt muss ich spritzen. Und wo genau sind diese Gelbschalen? So ist überall Raps verteilt. Dann müssen wir mal schauen, ob wir eine finden. Dann gehen wir mal auf die Suche. Kannst du uns währenddessen genauer erklären, lieber Florian 2, was wir gleich sehen werden? Der Raps ist jetzt bei dem Wetter natürlich jeden Tag immer mehr am Wachsen und Wachsen. Der wird jetzt auch in den nächsten Wochen anfangen mit Blühen, typischen gelben Blüten, die jeder kennt. Und das lockt natürlich Käfer an und Insekten aller Art. Diese grelle Farbe, das ist für die anziehend und die wollen da natürlich ran. Wir haben jetzt deswegen gelbe Schalen im Raps aufgestellt. Die fliegen an die Schalen ran, da ist Wasser mit Fit drin. Die fliegen da rein, bleiben da liegen. Und dann kann der Landwirt hingehen und zählen, ja, ich habe so und so viel Käfer, der Schwellenwert ist jetzt erreicht, jetzt weiß ich, jetzt muss ich spritzen. Sonst werden die Blüten geschädigt und ich habe am Ende weniger Ertrag. Klingt spannend, aber wo sind denn jetzt nun diese Schalen? Ich glaube, Florian hat eine gefunden. Die ist schon etwas älter, die steht schon ein paar Tage hier. Und dann haben wir hier diese kleinen schwarzen Käfer, das sind die Rapslandkäfer. Als Landwirt würde ich jetzt zählen, wie viele Käfer habe ich hier drin, gucke nach, wo ist mein Schwellenwert und entscheide dann, ob ich jetzt eine Maßnahme vornehme. Okay, wieder mal haben wir einiges dazugelernt und wir schauen mit großer Spannung auf alles, was da kommt. Born to Farm, die Reise geht weiter. Auch die nächste Folge wird ein Knaller. So ist es und in der nächsten Folge sind wir dann mit Hendrik unterwegs, der Teamchef, dann unter anderem mit einem ersten Zwischenfazit. Es wird von Tag zu Tag grüner und es wird von Tag zu Tag größer. Von Tag zu Tag wird die Arbeit auch größer. Die DLG Feldtage 2018, der Treffpunkt für Pflanzenbauprofis. Fortsetzung folgt.